Das Kaas und Kappes in Duisburg feiert den Niederländisch-Deutschen Autorenpreis für Kinder- und Jugendtheater. Die Idee entstand 1998 im Kommatheater, um die Grenznähe durch den Austausch im Kinder- und Jugendtheater zu nutzen. Zusätzlich zum Festival wurde der Niederländisch-Deutsche Kinder- und Jugenddramatikerpreis ins Leben gerufen. Eine Jury, die sich aus je zwei niederländischen und deutschen Theaterfachleuten zusammensetzt, entscheidet über die Preisvergabe. Dieses Jahr gewannen Clara Leinemann, Faya Koch und Nina van Tongeren und setzten sich so gegen 96 Texte aus 5 Ländern durch.